Völliger Ausnahmezustand herrschte auch heuer wieder beim Faschingsumzug in Griskirchen. Um Punkt 14 Uhr wurde mit dem Faschingstreiben offiziell gestartet, das sich hunderte Griskirchner nicht entgehen lassen wollten. Somit konnte das Organisationsteam ein durchaus positives Resümee ziehen. Wir haben heute 31 Wegen gehabt, da kommt jetzt eh gerade noch einer, müssen wir dann aufpassen, mit 500 Aktive, die mit da haben. Also danke an alle, die da mit da haben. Und es waren, wie man gesehen hat, viele Leute auch in Griskirchen, ich weiß nicht genau wie viel, aber es sind genug gekommen, ja danke. Und dabei glich kein Kostüm dem anderen. Naja, fast. Der Seniorenbund Griskirchen ist ja heute sehr attraktiv verkleidet. Unter was für Motto geht es heute? Ganz, dass wir alle recht lebendig sind und nicht gedenken abzutreten. Ich bin als Kleopatra, das hat die Doris Eichner genäht, das Kostüm. Ja, das weiß ich auch nicht, vielleicht bin ich irgendein Leitkegel oder so, aber auf jeden Fall soll ich mit Leid sägen, weil ich da heute eben der, als Organisator auftreten bin und dadurch, dass wir sägen, dann wissen sie, was sie gehen müssen. Wie heißt deine Kostümierung heute? Vizepräsident. Von wem? Goldspruch. Und 3H-Studio. Wie heißt deine Maskerade? Lila Haar. Fürs Vaterland, Dienstleister rund um die Uhr, du weißt es doch. Für einen spektakulären Auftritt sorgte Griskirchens Felix Baumgartner mit seinem Stratus-LKW. Felix, endlich gelandet hier in Griskirchen. Wie war die Landung für dich? Ja, sehr komplikationslos. Hat super hingehauen, war ein starkes Training vorher. Und hat sich ausgezahlt. Und der Empfang, bist du ehrwürdig empfangen worden? Felix. Ja, hat hingehauen, ja. Hat man nichts Besseres wünschen können als wie das Publikum. Ein Publikum, das wirklich den Fasching zu lieben scheint. Aber warum eigentlich? Ja, die Ausgelassenheit natürlich. Und es ist einmal ein wenig mehr erlaubt wie sonst, ja. Ja, ich glaube, die meisten finden es einfach klasse im Fasching, dass man sich was anziehen kann, dass man mal wer anderer sein kann, wenn anderen darstellen. Einmal aus der einen öden Welt, außer von der Bank oder sowas, und sich einmal richtig aufstylen und komm mit wurscht, wie du ausschaust. Weil es schaut eh jeder verrückt aus und das, glaube ich, taugt die Leute. Dass es einfach komm mit wurscht ist, wenn du zirkst, wenn es der Chef ist, weil der schaut nur blöd aus wie du. Und das, glaube ich, reizt die Leute einfach, weil es einfach lustig ist und jeder trinkt mit dir und jeder ist gut drauf. Was ist das Klasse an einem Fasching? Die Lustigkeit! Die Sau rauslassen. Habt ihr schon rauslassen? Das kommt noch, wir sind aber bald dran heute. Eben, der Nachmittag ist noch jung und bis zu Aschermittwoch haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Wie lange wird der Fasching heute noch bei euch dauern? Bei einer noch sicher sehr lang, aber bei mir leider nicht, weil ich muss morgen wieder hacken und das 12 Uhr rausschmeißen im Fasching und dann gehen wir tapfen. Da zeigt sich der Seniorenbund schon motivierter. Das sehen wir dann, was wir aushalten. Auf jeden Fall lasst mein Teufel nur aus heute. Wie lange wird es heute noch dauern? Oh ja, bis heute nun. Bei dir? Bis dass der Schatzl die Musik aufhört. Ja, ich schätze so bis 12:30, weil ich ja dann den DJ-Mann die heimbringen muss. Na toll, Taxidienst also auch noch. Ein würdiger Start in die Fastenzeit. Jetzt heißt es 9 Monate warten, ehe am 11.11.2013 ab 11.11 Uhr wieder die Narren regieren dürfen.